Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Energiemarkt aktuell. In diesem Video möchte ich dir gerne zeigen, wie sich die aktuelle Situation am Energiemarkt gerade ja entwickelt und welche Möglichkeiten du daraus hast. Mein Name ist Oliver Schirmer und ich freue mich sehr, ja, wenn du jetzt bis zum Schluss hier dabei bleibst. Und lass uns da am besten gleich loslegen mit der aktuellen Preisentwicklung, dass wir uns einfach mal anschauen, wie die Preise sich in den letzten Jahren entwickelt haben. Und wenn wir uns mal die Strompreise für Haushalte und für die Industrie anschauen, dann sieht man im Prinzip eine Sache recht deutlich, nämlich, dass der Strompreis absolut nur eine Richtung kennt und die ist nach oben. 2012 bei privaten Haushalten, bei einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden, lagen wir im Jahr 2012 noch bei 25,89 Cent durchschnittlich die Kilowattstunde. Und im Jahr 2023 lagen wir bereits bei 46,91 Cent. Und das, obwohl die Preise an den Börsen sehr, sehr stark gefallen sind. Wie kommt es zustande? Ganz einfach. Die Grundversorger sind ja sehr, sehr langfristig ausgerichtet, weil sie ja möglichst hohe Preisstabilität ihren Kunden bieten wollen. Und dementsprechend war es jetzt so, dass im Jahr, du siehst ja hier, seit dem Jahr 2021, also Ende 2021, ging es eigentlich so richtig los, dass wir extreme Anstiege zu verzeichnen hatten. Und und das kommt eben daher, die Energieversorger beziehungsweise hauptsächlich die Stadtwerke und Grundversorger verfolgen eine langfristige Beschaffungspolitik. Bedeutet, die haben langfristige Lieferverträge und dementsprechend konnten im Jahr 22 die Preise recht stabil halten und mussten quasi kaum oder nur moderate Preiserhöhungen an die Kunden weitergeben. Aber in der Zwischenzeit mussten sie natürlich auch wieder zu den deutlich gestiegenen Beschaffungskosten Verträge eingehen. Und das kommt jetzt quasi alles auf die Kunden dann dementsprechend zurück, weil wir hatten ja auch schon die Situation, dass im Januar so roundabout 700 Anbieter ihre Preise deutlich erhöhen mussten. Und was im Jahr 22 der Vorteil für die Grundversorger war, ist jetzt im Jahr 23, wenn man so will, der Nachteil, weil gerade die Anbieter, die eine weniger langfristige Beschaffungspolitik hatten und in ihren Sonderverträgen ihre Preise im Jahr 22 deutlich anpassen mussten aufgrund der gestiegenen Beschaffungskosten, die sind jetzt schon wieder auf dem Rückmarsch. Und hier haben wir aktuell im Jahr 23 bereits schon erste Tarife am Markt, die deutlich günstiger sind als noch 2022. Auf welchem Niveau das wir uns einpegeln, werden wir sehen. Ich bin der Meinung, eine seriöse Vorausschau kann hier keiner geben. Das wäre wie wenn du jeden Börsenkurs auch an der Finanzbörse oder so voraussagen könntest, weil es sind ja immer mehrere Faktoren. Und wenn das jemand tatsächlich könnte, dann wäre, dann bräuchte niemand mehr zu arbeiten, sondern wüsste genau, wie sich es entwickelt an der Finanzbörse. Und hier ist es ein Stück weit anders, beziehungsweise gleich, aber dahingehend ein Stück weit anders, dass man ja im Prinzip schon die Beschaffungspreise für die nächsten Jahre kennen kann, beziehungsweise etwas genauer abschätzen kann. Ja, dazu aber gleich mehr. So, und bei der Industrie, da sieht es wie folgt aus. Ab einem Jahresverbrauch von 160.000 Kilowattstunden inklusive Stromsteuer haben wir hier 2023 einen durchschnittlichen Preis von 28,37 Cent die Kilowattstunde. Ne? Genau, aber du siehst auch hier, kennt im Prinzip nur einen Weg, nämlich nach oben. Klar, im Jahr 22 hatten wir deutliche Ausreißer nach oben, aber nichtsdestotrotz, wenn man das Ganze noch ein bisschen verlängert und sich mal die letzten 15 Jahre anschaut, dann stellt man fest, hat sich an diesem Bild hier sehr, sehr wenig verändert. Und es wird sich wahrscheinlich auch erst dann dementsprechend was verändern, wenn die erneuerbaren Energien so weit vorangetrieben wurden, dass wir nahezu den Strombedarf überwiegend aus den erneuerbaren Energien beziehen können, weil die Stromerzeugung bei erneuerbaren Energien ist recht günstig. Aber das wirkt sich aktuell noch nicht auf die Börsenpreise aus, beziehungsweise auf die Beschaffungspreise. Warum, komme ich auch noch gleich dazu. Ja, schauen wir uns die Gaspreise an, die Entwicklung auch hier. Da ist man es weniger gewohnt wie beim Strom. Beim Strom war eigentlich schon die letzten 15, 20 Jahre immer wieder die Tendenz nach oben. Beim Gas war sie sogar seit 2012 bis 2018, bis 2017 rückläufig und ist dann erst langsam wieder angestiegen,
bis wir dann ja im Jahr 21, Ende 21, ja auch aufgrund von dem Krieg in der Ukraine und so weiter, dann hier massive Anstiege zu verzeichnen hatten. Ja, und auch hier sehen wir aktuell den durchschnittlichen Arbeitspreis bei 80.000 Kilowattstunden, also jetzt hier bei einem Mehrfamilienhaus, der liegt bei 15,64 Cent die Kilowattstunde, bei einem Einfamilienhaus mit 20.000 Kilowattstunden liegen wir hier bei 16,11 Cent die Kilowattstunde. Also wenn man überlegt, dass wir hier 2012 noch oder hier sogar 2017 ja um die 5,73 hatten, dann ja, Verdreifachung des Preises und letztes Quartal 22 war man sogar schon fast bei einer Vervierfachung der Preise. Ja, und das hat natürlich jeder in seiner Geldbörse dementsprechend gemerkt. Und das zeigt aber auch, wie wichtig, dass die Beschaffungsstrategie der Anbieter ist und wie wichtig, dass auch die Situation an den Energiebörsen dementsprechend ist. Und deswegen wollen wir uns einfach mal kurz anschauen, wie sich die ja aktuell gerade entwickeln. Wenn wir uns die Jahreskontrakte mal anschauen, die Futures, dann stellen wir fest, am 5.5., es kommt natürlich auch immer drauf an, wann du genau dann jetzt reinschaust, aber für 2024, also wenn ein Energielieferant quasi für 2024 die Kontingente einkauft, dann hätte er dafür für eine Megawattstunde 144,75 Euro bezahlen müssen, also umgerechnet 14,5 Cent die Kilowattstunde. Im Jahr 2025 wären es dann 123,5 Euro die Megawattstunde, also 12,4 Cent roundabout und 2026 109 Euro die Megawattstunde, also so 10,9 Cent. Ne? Und das sieht man auch hier dann, wie sich die Preise in den letzten 1 bis 12 Monaten verändert haben. Auf Monatssicht haben wir ein Minus von 2,2%. Man sieht auch, dass sich die Preise aktuell so ein bisschen einpegeln. Wir haben hier, je nachdem, welchen Tag man reinschaut, mal ein bisschen Plus, mal ein bisschen Minus. Also hier scheint so eine Art, ja, wenn man so will, Bodenbildung gerade aktuell zu passieren. Muss man mal schauen, wie lange das noch anhält. Auf 12-Monats-Sicht haben wir ein Minus von 35,55%. Aber man muss halt immer bedenken von dem Niveau, wo man herkommt. Ja, und das kann man sehr schön hier mal darstellen, wenn wir uns jetzt mal das anschauen für Mai, ja, 144,75 hatten wir letztes Jahr im Mai 224, ja, wir hatten aber im Januar 133. Bedeutet, wir sind also hier schon noch ein kleines Stückchen weg von einem ja historischen Tief, sage ich mal, aber wir sind da auf der, ja, also die Tendenz sieht aktuell ja, ist eine positive Entwicklung, muss man sozusagen. Am Spotmarkt, also da, wo man sich kurzfristig ja die Energie beschaffen kann, sieht die Situation wie folgt aus. Am 7.5. lag der Börsenkurs bei 96,37 Euro die Megawattstunde, also so rund umgerechnet 9,6 Cent die Kilowattstunde. Auf Monatssicht ist es ein Minus von knapp 19%, auf 12-Monatssicht von 43,87 Cent. Ja, also auch hier eine gute Entwicklung. Also wir sind so niedrig wie ja schon in den letzten ja, also schon wie seit Januar 2022 oder Februar 2022 nicht mehr. Ne? Also auch hier positive Entwicklung und bedeutet für den Strompreis, das machen wir nachher, die Veränderung. Schauen wir uns zuerst noch die Gas-Futures an. Auch hier sieht man an der Linie hier, ne, dass wir gerade jetzt seit ja März, Februar, März, ja deutlich unter den Einkaufspreisen von 2023 liegen. Für 2024 müsste man jetzt 56,4 Euro die Megawattstunde zahlen, ja, für 2025 49,6 und für 2026 aktuell 39,5, ja, also so roundabout zwischen 3,9 und 5,6 Cent die Kilowattstunde ist der reine Beschaffungspreis. Und wenn du jetzt überlegst, dass wir teilweise Durchschnittsgaspreise von 5,6 Cent die Kilowattstunde als Arbeitspreis beim Kunden hatten, ja, dann kannst du dir jetzt halt schon ausrechnen, dass das jetzt in naher Zukunft nicht auf dieses Niveau zurücksinken wird, denn hier kommen ja dann auch dementsprechend noch ein paar Steuern und Abgaben und so weiter obendrauf, ja. Also
Und es ist natürlich auch nie immer 1:1 zu sehen, sondern wir haben ja auch Phasen, da ist es dann wieder ein bisschen höher, dann ist es wieder ein bisschen niedriger. Und es kommt natürlich auch immer drauf an, wie ist die Beschaffungsstrategie eines Lieferanten insgesamt. Ja, und das kannst du natürlich nicht vorhersehen, außer ja, der Lieferant teilt dir da, lässt dir da im Prinzip einen Einblick zu, was die meisten sicherlich nicht tun, ja. Genau, also, aber auch hier von der Entwicklung halt super, ja, dass wir da wieder auf ein niedrigeres Niveau kommen wie die letzten Monate. Am Spotmarkt sieht die Entwicklung wie folgt aus. Am 5.5. lag der Preis bei 36,6 Euro die Megawattstunde. Also auch hier, ja, wenn man die letzten, wenn man seit Januar 22 guckt, also der niedrigste Kurs seit Januar letzten Jahres, ne? Und das ist, sehr zu begrüßen und freuen wir uns wirklich drüber. Gut, und deswegen habe ich vorhin gesagt, ist es ein kleines Stückchen anders wie an der Finanzbörse, ja, wo du ja nie genau weißt, wie sich ein Kurs dementsprechend entwickelt. So kann man hier zumindest mal ein bisschen ja eine Tendenz ableiten, auch wenn man das seriös natürlich nicht vorhersehen kann, ja, weil wir nicht wissen, weil keiner kann in die Zukunft gucken. Aber wenn wir uns mal die Strompreiszusammensetzung dann einfach mal grob anschauen, auch die ist nicht 100% richtig, weil bei den Netznutzungsentgelten, da ist hier, da habe ich jetzt einfach die 3,12 Cent angenommen, aber für, wir müssen ja auch die regionalen Netzbetreiber und so weiter mit einbeziehen. Also hier kann man durchaus ja mal mit zwischen 10 und 20 Cent dementsprechend rechnen, Cent pro Kilowattstunde. Und dann hätten wir hier bei einem Börsenpreis, wenn man den jetzt wirklich 1:1 umrechnen könnte, ja, dann wären wir hier bei einem Bruttopreis von 32,33 Cent. Also die Frage, die man sich einfach stellen muss, wird so 35 bis 40 Cent je nach Region, wird es das neue Normal werden oder schaffen wir es da schnellstmöglich wegzukommen von beim Gaspreis ähnlich. Da liegen wir bei einem Bruttopreis um die 13,79 Cent die Kilowattstunde, wenn man es, wie gesagt, jetzt 1:1 umrechnen könnte. Aber das, wie gesagt, das darf man eigentlich so nicht rechnen. Aber einfach, dass man mal so ein bisschen Gespür hat, wie sich der Preis denn dann eigentlich zusammensetzt. Und man stellt dann halt recht fest, naja, so schnell kommen wir jetzt dann wahrscheinlich nicht runter von den Preisen. Aber wie gesagt, keiner kann wirklich in die Zukunft gucken und deswegen sind das alles natürlich nur Annahmen und Mutmaßungen, ja. Und deswegen solltest du wirklich dir auch über dich und über deine Situation da Gedanken machen, gerade wenn du jetzt vielleicht ein Unternehmen hast, wo du aktuell vielleicht noch 17, 18 Cent die Kilowattstunde zahlst. Ich habe gerade vor 14 Tagen in etwa mit einem Unternehmen zu tun gehabt. Die haben knapp 20 Cent die Kilowattstunde bezahlt. Und wenn du dann hier natürlich einen Preis sichern kannst von 9,9 Cent die Kilowattstunde, ja, dann macht es natürlich durchaus Sinn, drüber nachzudenken, ob man das vielleicht 2 oder 3, wenn nicht sogar vielleicht 4 Jahre sich mal sichert, einfach um eine gewisse Planungssicherheit in die ganze Geschichte reinzubringen. Aber das muss man, wie gesagt, immer individuell besprechen und bei Privathaushalten ist es natürlich nicht anders. Da muss man auch immer gucken, wie ist die individuelle Situation und möchte man sich längerfristig binden oder lieber nur kurzfristig. Also ich sage, beim Privatbereich sind 12 und 24 Monate Preisgarantie ja durchaus möglich mit einem vernünftigen Preis. Und wir haben hier teilweise aktuell schon am Markt Preise, die deutlich unter den Preisen von 2022 liegen. Schauen wir uns noch die Entwicklung der erneuerbaren Energien an. Wenn wir uns mal die Windproduktionsmengen anschauen, dann haben wir im Jahr 22 123 Terawattstunden gehabt. Das ist ein Anteil am Strommix 25%. Und aktuell haben wir einen Anteil von 33%. Aber wie gesagt, du siehst es auch hier an dem Diagramm, dass wir im Januar ein bisschen mehr produziert haben, dann war im Februar aber deutlich weniger. Im März war dann wieder etwas mehr, wieder etwas weniger. Und jetzt muss man halt einfach schauen, wie sich das Ganze über das komplette Jahr dann dementsprechend entwickelt. Bei der Solarproduktionsmenge war 2021, hatten wir da einen Anteil am Strommix von 9,8.
und im Jahr 2022 von 11,8%. Aktuell, ja, von Januar bis April mit 12,9 Terawattstunden haben wir einen Anteil am Strommix von 7,4%. Und wenn wir jetzt drüber fahren, sehen wir aber auch, dass von der Entwicklung, vom Vergleich von den Vorjahren, dass wir da ja aktuell die letzten, ja, von 4 Monaten 3 Monate weniger produziert haben. Ja, also das muss man natürlich dann auch dementsprechend so sehen. Der Strommix insgesamt, ja, 2022, sieht man hier 243 Terawattstunden aus erneuerbaren Energien, war ein Anteil am Strommix von 49%, konnte man also um knapp 4% steigern im Vergleich zum Jahr 2021. Aktuell, ja, haben wir im Februar, im Januar waren es 53%, 47%, im März 55%, im April ja 59% Anteil am Strommix. Auch hier bleibt dann einfach spannend zu sehen, wie sich das Ganze dementsprechend weiterentwickeln wird. Bei den Gasspeicherfüllständen ist ja soweit auch alles im Lack. Wir können das mal aufrufen. Und zwar haben wir hier aktuell so roundabout 67-68%, wie die Speicher gefüllt sind. Das sehen wir hier an den Gasspeicherfüllständen, ja. Also wir sind hier so ungefähr bei 67-68%. Auch vom Gasverbrauch her sieht man hier bei der Industrie, ist auch ja eine deutliche Veränderung immer gegenüber dem Vormonat. Und auch hier sieht man es an der Kurve 2023 im Vergleich zu den Vorjahren, war halt jeder Monat weniger. Ja. Und das trägt natürlich alles dazu bei, dass aktuell wir auch in den vergangenen Monaten, also dass jeder Einzelne halt dazu einfach auch beigetragen hat, dass wir diese ja Energiekrise in dem Sinn, ja, ich sag mal, so glimpflich wie möglich ja rumgebracht haben. Ja. Aber nichtsdestotrotz, und das, da komme ich dann jetzt auch zur Prognose, muss man halt einfach festhalten, dass wir die letzten 10, 15 Jahre, wie gesagt, sei es bei Erdgas, ja, sei es bei Strompreis, dass wir im Prinzip beim Strompreis extrem immer steigende Preise hatten, ja. Und beim Gas war es bis, ich sag mal, 2021 immer so um die 5 bis 6 Cent rum, und erst dann kam jetzt durch, wie gesagt, Krieg in der Ukraine und ja, weniger Gas aus Russland und so weiter, alles, was damit reinkommt, war es halt dann dementsprechend weniger, beziehungsweise hatten wir dann rasante Preisanstiege, entschuldige, und das muss man halt einfach auch sagen, dass wir hier halt noch lange nicht davon reden können, dass wir ja irgendwann wieder günstigere Preise kriegen, ja, als wir waren schon immer, was die Strompreise betrifft, ja, mit ganz vorne dabei, mit die höchsten Strompreise überhaupt. Und ja, aktuell kann man jetzt noch nicht sagen, dass es irgendwelche Gründe gibt, die dafür sprechen, dass wir jetzt da dran unbedingt was verändern, ja. Zumindest nicht über kurzfristige Sicht, ja. Mittellangfristig ist dann wieder ein anderes Thema. Genau, Veränderungen in Prozent, 54 beziehungsweise knapp 55%, ja, von 2012, beim Gas deutlich mehr, 168%, ja, und wie gesagt, es stellt sich halt dann tatsächlich die Frage, ja, wird beim Gaspreis so zwischen 10 und 12 Cent das neue Normal und beim Strompreis zwischen, ich sag mal, ja, 30 und 40 Cent das neue Normal, muss man dann einfach mal schauen, oder 35 Cent und 40 Cent. Letzten Endes, wie gesagt, keiner kann in die Zukunft gucken, auch ich nicht, und das ist, ja, bleibt halt eben abzuwarten, ja. Beim Rohöl gibt's auch eine positive Entwicklung in den letzten Monaten. Ja, da sind wir, wenn man jetzt so die Linie anlegen würde, sind wir auch hier bei, ja, bei einem sinkenden Kurs, wenn du so willst. Wir haben jetzt aktuell so rund, ja, 69 Euro das Barrel. Und von daher ist es hier auch wieder deutlich günstiger geworden in den letzten Monaten. Bei den Holzpelletpreisen ähnliches Bild. Wir sind fast oder ein kleines bisschen sogar unter dem Niveau von vom August, nee, von 2000, entschuldige, von 12 2021,
ja, also vom Dezember 2021, und haben im April ja quasi 2022 die Preise von 2022 unterschritten. Ja, aktuell ist wieder leicht ein bisschen am Anziehen. Muss man einfach mal schauen, wie sich das Ganze hier weiterentwickelt. Aber wenn man sieht, wo man herkommt, ja, dann hier oben zum Beispiel, da muss man schon sagen, ist das eine, ja, wenn du so willst, eine Halbierung vom Preis, ne? Also das ist schon wunderbar, ja, die Entwicklung, und dürfte ruhig so weitergehen. Aber, und da komme ich jetzt im Prinzip auch schon zur Prognose, steigen die Preise weiter, sinken sie, das ist immer schwer, da eine wirklich eine Aussage zu treffen, wo man sich 100% drauf verlassen kann, weil wir alle nicht in die Zukunft gucken können und weil es selten nur ein Grund ist, der zu steigenden Verbraucherpreisen bei Strom und beim Gas halt führt, ja. Gerade in Deutschland, aber auch in Europa, da haben wir so einen großen Strombedarf, und jetzt sind wir ja mit dem Ausstieg aus der Atomkraft, haben wir uns ja da auch noch eine weitere Quelle der Stromerzeugung genommen, also zumindest hier in Deutschland, ja, die quasi durch andere Quellen der Stromerzeugung erstmal wieder kompensiert werden müsse. Und gerade, ich sage jetzt mal, bei erneuerbare Energie, Wind, Sonne, ja, da kann es halt immer wieder passieren, dass wir weniger Wind haben, ja, dass die Sonne weniger scheint, dass wir mehrere kalte Monate haben, die dafür sorgen, dass bei hoher Nachfrage bei Strom und Gas dann das Angebot geringer wird, ja, und es ist halt immer so, wenn du eine höhere Nachfrage hast und dafür ein knappes Angebot, dann steigen zwangsläufig die Preise. Und dann haben wir natürlich auch noch den Krieg in der Ukraine, ja, dadurch auch große Unsicherheit an den Märkten, ja, durch Russland haben wir ja sowieso dann weniger Gas zur Verfügung, was auch die Stromproduktion aus Gas dementsprechend nicht gerade günstiger macht, auch wenn wir beim Ausbau der LNG-Terminals und so weiter ja richtig gut vorangekommen sind hier in Deutschland, ist es trotzdem noch eine große Unsicherheit, die da mit reinspielt. Und gerade durch den Krieg in der Ukraine und dem Atomkraftausstieg werden wir wohl auch im Jahr 23, 24, ja, wahrscheinlich noch, werden noch die Strompreise doch relativ hoch bleiben, ein hohes Niveau haben. Aber, und das ist der Lichtblick schon, wir sehen halt jetzt schon am Markt bereits günstigere Tarife als im Jahr 2022, ne? Aber wie bereits erwähnt, ist es halt nicht immer nur ein Bestandteil, der für die Preisänderungen bei Strom und Gas sorgt, sondern das ist halt immer ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren, ja, und das sind dann halt, wie gesagt, einmal die gestiegenen Börsenpreise für Gas, Strom, ja, sowie die Gestaltung des Strommarkts an sich. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Dann die CO2-Emissionszertifikate sind halt auch gestiegen in den letzten Monaten. Dann, wie gesagt, wenn wir halt so wie jetzt aus Atomkraft aussteigen, ja, die Nachfrage bleibt ja weiterhin hoch, aber wir verknappen halt trotzdem irgendwo ein Stück weit Angebot, und das müssen wir halt kompensieren, ja. Dann, wie gesagt, Krieg in der Ukraine, Unsicherheit an den Märkten, ja, und zwar darüber hinaus dann auch die Unsicherheit, ob die Gasspeichervorräte dann reichen. Ich meine, jetzt vor dem Sommer ist es ja entspannter, aber der nächste Winter kommt ja auch, ja, und da muss man halt einfach schauen, wie kommt man hier voran. Dann ist der Ausbau der Netze, den darf man nicht vernachlässigen. Die ganze Energiewende, die kostet unheimlich viel Geld. Netze müssen ausgebaut, umgebaut, erweitert werden. Speicherlösungen müssen gefunden werden, gebaut werden. Und das wird zwangsläufig wohl auch zu höheren Netzentgelten führen, weil die Logik, die dahinter steckt, ja, also so wie ich die Sache halt einfach sehe, ist ganz einfach die, wenn du... Die Netzbetreiber verdienen ja ihr Geld mit jeder entnommenen Kilowatt oder mit jeder Energie, die aus dem Netz genommen wird. Also die verdienen an jeder entnommenen Kilowattstunde halt einen gewissen Betrag. So, und jetzt, wenn die Energiewende weiter vorangetrieben wird, ja, dann produzieren wir ja, oder wenn, ich erkläre es andersrum, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn immer mehr Einfamilienhäuser, ja, ihre Energie, ja, über Photovoltaik gewinnen, wenn viele Unternehmen immer mehr Energie über PV-Anlagen oder Windanlagen gewinnen, ja, und dann dementsprechend weniger Strom aus dem Netz benötigen, dann sinken natürlich ja auch zwangsläufig die Einnahmen, ja. Auf der anderen Seite müssen ja aber die Netze und so weiter auch ausgebaut werden, und dementsprechend wird es früher oder später eben halt zwangsläufig einfach teurer werden, und das trägt mit dazu bei, dass selbst wenn wir die Beschaffungspreise nach unten
Kunden kriegen, dass insgesamt der Strompreis trotzdem unter Umständen ein höheres Niveau haben kann, ja. Das darf man halt, wie gesagt, nicht vernachlässigen und muss man halt eben auch mit berücksichtigen, ist eben halt ein Bestandteil. Und dann kommt halt eben immer noch die Unsicherheit dazu, ja, wie hoch ist die Menge der produzierten Energie aus Wind, Sonne und so weiter. Ja, also das ist auch immer mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Und nochmal auch hier auf den ersten Punkt, die Gestaltung des Strommarkts an sich einzugehen. Und gerade hier das Thema Merit Order ist natürlich auch immer ein Thema. Denn wenn man sich denn die Zusammensetzung des Strompreises mal genau ansieht, dann stellt man also auch fest, dass zum einen es unheimlich wichtig ist, wie die Beschaffungsstrategie der Anbieter sein wird, ja, und ob die niedrigen Kosten dann auch an die Kunden weitergeben können, weil sie halt nur begrenzt Einfluss darauf haben auf den Preis, weil aktuell sind rund 44-45% vom gesamten Strompreis sind einfach Abgaben, Steuern und so weiter, ja, und die anderen 55% ist dann Beschaffung, ist ein großer Teil von den 55% und dann natürlich Vertrieb und ein bisschen Marge, ne, also auch das trägt dazu bei, dass wir hier weiterhin auf einem hohen Niveau bei den Strompreisen halt eben sein werden. Ne? So, und die Gestaltung des Strommarkts, der Merit Order, also trägt halt auch ein Stück weit dazu bei. Ja, also du siehst schon, es sind viele Faktoren, die dazu beitragen, weil der Strom zum Beispiel aus erneuerbaren Energien, Wind, Sonne und so weiter, ist sehr, sehr günstig, ja, im Vergleich zur Herstellung aus Gas etc. Ja, so, und diese günstigen Herstellungskosten sozusagen, die spiegeln sich aber nicht an den Preisen wider, weil der Strommarkt halt einfach so beschaffen ist, dass das teuerste Kraftwerk den Preis vorgibt, ja, und das ist zwar gut für die, zum Beispiel für die Hersteller von Strom aus erneuerbaren Energien, weil die Marge halt deutlich höher ist, aber insgesamt wirkt sich natürlich dann halt nicht auf den Strompreis aus, weil immer das teuerste Kraftwerk den Preis vorgibt, ja, und das ist eben halt ein Riesenproblem. Also zumindest ist das halt aktuell so, ja. Und demnach fallen also die Preise erst dann, ja, durch die erneuerbaren Energien, wenn die Mengen an günstigem Ökostrom, also die Nachfrage halt zu bestimmten Stunden, ja, zu bestimmten Zeiträumen halt komplett deckt oder halt gar übersteigt, ja. Und deswegen muss man halt einfach sagen, auch wenn man sich's anders wünschen würde, so haben die Stromanbieter an sich halt eher vergleichsweise wenig Einfluss auf die Preise, weil Steuern und Abgaben, wie gesagt, allein rund so 45% des Strompreises ausmachen. Und dann, wie gesagt, die Beschaffungskosten noch dazukommen. Aber deshalb muss halt jeder Anbieter eben halt auch selbst entscheiden, welche Beschaffungsstrategie er fährt und wie er seine Kosten senken kann, um halt möglichst niedrige Kosten an seine Kunden dementsprechend weiterzugeben. Ja, also von daher ist die Prognose, was den Strompreis anbetrifft, dass wir uns da wohl noch eine ganze Zeit auf einem hohen Niveau bewegen werden. Und ob der Gaspreis, ja, ob der in Zukunft jetzt weiter steigt oder sinkt, das hängt halt im Grunde aus meiner Sicht von zwei Faktoren ab. Auf der einen Seite, wir selbst, also wir als Deutschland, produzieren ja kaum eigenes Gas selbst. Ja, und deswegen ist es halt einfach von zentraler Bedeutung. Und es ist auch keine Raketenwissenschaft, das weiß man halt. Ob es uns gelingt, halt zum Beispiel die fehlenden Gasmengen aus Russland zu kompensieren. Und daraus resultiert ja schon wieder die zweite Frage, nämlich alle anderen außenrum wissen das ja auch. Ja. Und daran ist halt der zweite, da stellt sich halt die zweite Frage, welchen Preis müssen wir halt langfristig für die fehlenden Gasmengen, ja, die wir halt nicht mehr aus Russland bekommen, sondern über andere Wege halt importieren müssen, wie viel müssen wir dafür zahlen? Ne? Und jetzt hatten wir halt, wie gesagt, auch schon ein bisschen Glück, dass wir wirklich einen recht milden Winter haben. Das sieht man auch hier. Ich guck mal, ob ich schnell den Chart finde. Das sieht man nämlich auch hier. Ich glaube, hier ist er nämlich auch drauf. Hier Temperaturen. Hier sieht man halt, dass wir 2023, ja, halt, ich sag mal, einen sehr, sehr milden Winter im Vergleich zu den Vorjahren dementsprechend hatten. Ja, also wir hatten höhere Temperaturen als die Jahre zuvor.
Und das hat natürlich, ja, und das trägt natürlich da auch mit dazu bei, ja. Gut. Und wie ich ja vorhin auch schon gesagt hatte, kommt ja auch noch die Sparsamkeit der ganzen, der vielen Unternehmen, der Haushalte mit dazu, so dass wir hier eine Verschlimmerung der Situation überhaupt erst vermeiden konnten. Ne? Und wie gesagt, aktuell sehen wir an der Börse deutlich niedrigere Kurse für den Kauf von Gas. Ja, also Gaseinkauf hat sich verbilligt. Aber wie gesagt, die Frage sollte sich einfach jeder für sich selbst stellen. Ich meine, wir haben jetzt die Strom- und Gaspreisbremse bekommen. Also ich sehe es jetzt einfach immer nur aus Verbrauchersicht. Und da saßen ja sehr viele Experten in einer Runde, beziehungsweise viele Experten haben sich an der Diskussion beteiligt. Und man hat ja den Strom- und Gaspreisdeckel beschlossen, einmal bei 12 Cent für Privathaushalte beim Gas und bei 40 Cent beim Strom. Und allein daraus sollte man sich schon die Frage stellen, ob es vielleicht sein kann, dass diese Grenzen irgendwo das neue Normal werden. Ja, also das die Frage sei einfach mal so in den Raum gestellt und da muss jeder für sich eben für sich die passende Antwort drauf finden. Aber die gute Nachricht ist, wer jetzt zum Beispiel noch bei den Grundversorgern ist oder wer letztes Jahr durch wegen Neueinzug etc. gezwungen war, einen Vertrag abzuschließen und der Vertrag, ich sag mal jetzt 2024 oder im Jahr 2023 ausläuft, der hat jetzt schon die Möglichkeit, sich diese günstigeren Preise dementsprechend schon für den Folgevertrag zu sichern und kann hier, wenn je nachdem wann der Wechsel ist, auch hier schnell sogar mehrere tausend Euro sparen. Gerade beim Gas ist das ja durchaus möglich und hatten wir ja sehr, sehr häufig in der letzten Zeit auch. Auf die Strom- und Gaspreisbremse will ich jetzt an der Stelle nicht näher eingehen. Ich werde ja unterhalb des Videos auch nochmal zum FAQ verlinken, wo alle Fragen, die mir so tagtäglich gestellt werden zu dem Thema, wo ich die dir beantworte. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du da gerne auch die Kommentarfunktion nutzen auf meinem Blog. Und ich werde ja auch die ganzen Charts und so weiter alles hier unterhalb dann nochmal auf meinem Blog zur Verfügung stellen. Also als Fazit, denke ich, kann man sagen, wenn man sich die Börsen anguckt und wenn man auch die Großhandelspreise an den Börsen sieht, die ja aktuell fallen, dann werden diese sinkenden Preise nicht gleich immer kurzfristig bei den Verbrauchern ankommen. Und von daher ist dementsprechend auch noch ja über einen längeren Zeitraum auch mit einem, ich sag mal, stabilen, höheren Niveau zu rechnen. Und dementsprechend sollte man jetzt dann auch in dem Bereich aktiv werden und sich überlegen, wie man die nächsten ein, zwei Jahre das ganze Thema angehen will. Und da kann ich einfach nur aktuell empfehlen, mit einem Fachmann ja das Gespräch zu suchen, einfach um auch ein bisschen Hintergrundinformationen zu haben, um zu wissen, ja, welcher Anbieter passt denn jetzt für meine Situation am ehesten und vor allen Dingen auch der Preis, ja. Nicht selten ist es so, man kann ja auch online über Plattformen wechseln, aber dann entgehen einem unter Umständen Sonderkonditionen, die man dann ja über den Fachmann oder so bekommen kann. Also long story short, Wechsel ist ja aus meiner Sicht ja Pflicht. Ja, also wechsle, wer kann. Aber wie gesagt, gut ist halt auch, dass der gesunkene Gaspreis auch die Stromproduktion aus Gas wieder günstiger macht. Ja, und wann sich das erholt, das müssen wir halt einfach weiter beobachten. Viele Energieversorger holen sozusagen den Preisanstieg, das bleibt halt als Fazit jetzt noch übrig, den Preisanstieg des vergangenen Jahres im Einkauf jetzt erst nach. Ja, deshalb sind Preisveränderungen zeitverzögert, halt erst beim Endverbraucher spürbar. Aus meiner Sicht voraussichtlich erst 2024. Und sofern ja der Trend, der aktuell an den Börsen eingeschlagen wird oder wurde, ja, solange der beibehalten wird. Ne? Genau. Also die Strom- und Gaspreise, die dürften also dauerhaft höher bleiben, als die Preise vor Kriegsbeginn in der Ukraine waren. Und wie gesagt,
die Bundesregierung, aber wir alle werden nun Ergebnisse liefern müssen, wir werden Antworten finden müssen, wir werden zwei Aspekte zusammenbringen müssen, die man eigentlich, ja, ich sag mal, nur schwer so miteinander, das sieht man ja auch aktuell an der Diskussion, an den hitzigen Debatten, die geführt wird, die schwer miteinander zu vereinbaren sind. Das ist einmal Klimapolitik, schneller Ausbau der erneuerbaren Energien und dann auf der anderen Seite halt eben die soziale Komponente, weil gerade finanziell nicht so gut ausgestattete Haushalte und Firmen, die sind halt massiv betroffen auch. Ne? So, und auch wenn der Strom- und Gaspreis eben nicht vorhersehbar ist, ja, muss man nicht tatenlos zusehen. Deswegen ist meine Empfehlung, ja, beraten lassen, über einen Anbieterwechsel nachdenken, die richtige Idee haben, ja, wie die nächsten 12, 24 Monate für einen selbst aussehen sollen und dann zur Tat schreiten. Und wenn du hier einen Ansprechpartner brauchst, wenn du hier mit jemandem zusammenarbeiten willst und natürlich auch zukünftig nicht nur Zeit, sondern Geld sparen willst, weil das alles, ja, allein schon, dass du jetzt diese 35, 40 Minuten hier mit dabei warst, das siehst du ja einfach, dass es trotzdem auch irgendwo Zeit bedarf, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und unsere Kunden, die schätzen halt einfach sehr, dass sie sich damit gar nicht auseinandersetzen müssen, sondern wenn sie von uns nichts hören, dann wissen sie, es ist alles gut, brauche ich mich nicht drum kümmern, und ansonsten bekommen sie Rückmeldung von uns. Und die Möglichkeit natürlich dementsprechend auch wieder zu sparen. Also ich spare zum einen Zeit und zum anderen natürlich im besten Fall auch Jahr für Jahr Geld. Also das ist das, was unsere Kunden sehr schätzen. Dazu kommt eben halt noch, dass wir auch die Abrechnungen prüfen, ja, ob die Abrechnungen passen und vieles mehr. Ja, also wer auf so einen Service nicht verzichten will, es kostet dich keinen Cent mehr. Und dementsprechend, dann stehen wir gern als Ansprechpartner auch zur Verfügung. So, Werbeblock Ende. Ich hoffe natürlich wie immer, dass das Ganze heute hier für dich hilfreich war, dass du wieder den einen oder anderen Punkt für dich auch selbst mitnehmen konntest. Und ich freue mich von dir zu hören. Falls du Interesse hast, geh auf oliverschirmer.de/Tarifangebot. Dort kannst du entweder über WhatsApp oder über Kontaktformular mit mir Kontakt aufnehmen. Und dann können wir uns da auch gerne mal persönlich sprechen und einfach auch mal persönlich kennenlernen. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, weiterhin viel Erfolg. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.